Blasmusik ist schon wirklich was Schönes, gell? Aber singen ist schon auch nicht schlecht. Das habe ich jetzt nur für mich so gesagt. Ja, wir kommen zum nächsten Stück. Symphonic Rock. Das ist Musik der beiden Rockbands Queen und Genesis. Nein. Jetzt bin ich in irgendwie so einer Zwickmühle. Ich glaube, ich lese noch was vor. Was ja heute im heutigen Leben ganz wichtig ist, das ist ja ein Handy. Es ist jetzt nicht das, was auf Ostern kommt, das, was die Eier legt, das Handy, sondern das, mit dem man simsen kann und anrufen und einkaufen und Geld abbuchen und ja, sagen, wenn man heimkommt, obwohl man schon 2 Zentimeter vor der Haustür steht. Ja, man glaubt nicht, was man auch in Facebook alles reinschreibt, gell? Das traut man sich oft selber gar nicht denken. Handyzeit. Wo bist du und was machst du gerade? Ich hätte in 5 Minuten Zeit, aber nur für 2 Minuten. Schade, weil der nächste Termin schon schreit. Ah, jetzt schreibe ich noch ein SMS, check Mails und Sprachbox ab. Nur nicht zittern und kein Stress. Wo ich nur mein zweites Handy habe. Ich bin so glücklich, wirklich wahr. Man kann mich jederzeit erreichen. Da wird einem nun einfach klar, die Technik macht's ganz ohnegleichen. Da plötzlich Stille. Kein Handy läuten. Was mache ich nur mit meiner Zeit? Das kann nichts Gutes wohl bedeuten. Wo bleibt denn meine Wichtigkeit? Ja, es ist jetzt eigentlich aus. Der Heinz Erhard würde sagen, danke für dieses Geräusch. Der hat ja überhaupt so sinnvolle Sprüche, weil wir zuerst gerade so über die Eheverhältnisse geredet haben. Er hat einen Scheich getroffen und hat gesagt, wenn man so ein Scheich ist, dann hat man ja sicher viele Frauen. Ja, hat der Scheich gesagt, es läppert sich so zusammen. Und viele Frauen, das nennt man ja Polygamie, also Polygam. Ja, hat der Scheich gesagt, im Gegenteil zu einer Frau, das nennt man monoton. Sind aber alles Witze, was nicht meinem Denken entsprechen, gell? Aber es kommt ganz gut an, also kann man sowas ja sagen. Ja, also wir kommen zum nächsten Stück, Symphonic Rock. Und das letzte Stück von dem Medley, das wir da jetzt hören, heißt We Are The Champions. Das sagt dann jedem was, We Are The Champions, wir sind die Schwammerl. Champions heißt ja, wir sind die Sieger. Ja, ich möchte aber nur irgendwas sagen, aber es wird eh nicht besser, also hören wir uns das nächste Stück an, bitte.